Wir befinden uns mitten im ersten Bezirk vor dem luxuriösen Model Loft der neuen Beauties von ATV. Noch ist alles relativ ruhig, keine Textilschlachten, keine Tränen, keine Dramen. Dafür bekommen wir heute eine exklusive Führung. Herzlich willkommen im Model Loft. Wir sind im ersten wirklich großen Schlafbereich. Insgesamt 4 Kandidaten werden hier zur Nachtruhe kommen, wenn sie dann mal wirklich zur Ruhe kommen. Insgesamt gibt es 3 Badezimmer in dem gesamten Loft und genug Platz, wobei man weiß ja nie. Wir sind jetzt hier im Telefonraum. Der einzige Ort in diesem ganzen Loft, wo dann irgendein Kontakt zur Außenwelt möglich ist. Es geht weiter und zwar haben wir hier die hauseigene Sauna, wo die Kandidaten dann Dampf ablassen können, wenn es mal irgendwie zu hektisch wird und ein bisschen Entspannung dann mal gebraucht wird. Wir befinden uns jetzt im Interviewraum. Hier wird viel gesprochen, viel klargestellt. Das wird der Raum sein, in dem ich mir auch mal den einen oder anderen Kandidaten zur Seite nehme und einfach gewisse Dinge klarstellen muss. Wir befinden uns direkt unter der Treppe, die dann auch ins zweite Stockwerk führt und auch zur Küche. Das heißt, wenn man hier schläft und einer der Kandidaten dann nachts irgendwie Durst hat oder sowas, dann wird einem sprichwörtlich über den Kopf getrampelt. Also es sind insgesamt 3 Stockwerke. Für die Kandidaten, die dann am Ende des Tages komplett erschöpft sind, die können dann auch den Lift benutzen, anstatt die Treppen zu nehmen. Wir befinden uns hier jetzt im Wohnzimmer. Es ist auf jeden Fall viel Platz. Schön viel Naturlicht, das reinkommt. Und ein Kamin auch, wenn es ein bisschen kälter mal am Abend wird. Der Raum ist tatsächlich für die Nanny. Also wir kommen jetzt hier auf ein komplett anderes Level. Das heißt, die Kandidaten werden eine Nanny zur Verfügung haben, 24 Stunden. Was passiert hier heroben? Werden da die Wattebäusche gedünstet fürs Abendessen? Also wir hoffen natürlich nicht. Alle Stereotypes zur Seite. Also wir wollen natürlich, dass die alle essen. Und wie ich auch immer sehr, sehr, sehr stark klarstelle, ist, es hat nichts damit zu tun, sich runterzuhungern als Model. Es geht um eine gesunde Ernährung. Zusätzlich zu den 300 Quadratmetern Wohnfläche haben wir jetzt hier nochmal 150 Quadratmeter Dachterrasse, wo es auf jeden Fall viel Platz gibt. Es gibt einen Barbecue-Bereich und das absolute Highlight, den Jacuzzi. Das heißt, ja, am Ende des Tages kann hier auf jeden Fall relaxed werden. So ein Luxusleben ist auf jeden Fall nicht Alltag im Modeljob. Ich hoffe, die Kandidaten werden das zu schätzen wissen, denn es kann auch ganz anders zugehen im Modeljob. Zwischen Karlskirche, Stephansdom, im Jacuzzi, auf der Dachterrasse. Austria's Next Top Model. Es wird spannend. Danke für die tolle Führung und ich würde sagen, schwimmen? Gute Idee.